Hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Heute möchte ich euch einmal mein SIG MPX 9x19 Bild zeigen und wir legen einmal los. Ich werde einmal gleich mit der Maus über alle Items rübergehen, damit ihr sie im kompletten Namen sehen könnt. Und in der Zeit erzähle ich euch ein bisschen was zu den Stats und was ihr alternativ noch an einigen Stellen ändern könntet. Als allererstes haben wir eine Ergonomie, so wie die Waffe jetzt gerade ist, von 60 mit einem vertikalen Recoil von gerade mal 19 und einem horizontalen von 97. Die Waffe wiegt unter 4 Kilo, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist, wenn ihr viele Sachen im Raid findet und natürlich dann nicht zu viel Gewicht bei haben wollt, damit ihr weiterhin laufen könnt. Was bei der Waffe vielleicht direkt auffällt, ist das Scope. Beim Scope ist, wie eigentlich bei jeder Waffe bei mir, ist auswechselbar. Da verändern sich natürlich dann dementsprechend ein klein wenig die Stats. Und das ist aber dementsprechend, was für ein Scope ihr lieber habt. Also da wäre auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, ihr möchtet ein MRS-Scope oder ein PK-06. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Das wäre natürlich auch eine Option, aber dann verändern sich die Ergonomiewerte ein kleines bisschen. Aber das wäre möglich. Genauso ist das Gleiche, wenn ihr zum Beispiel sagt, ein großes Magazin, in dem Fall ein 50er Magazin, braucht ihr nicht. Da wechseln wir jetzt mal auf das 41-Schuss Magazin. Da seht ihr schon, Ergonomie geht auf 64 hoch. Aber ich würde euch raten, nehmt immer das große Magazin und entweder als Ersatz dann auch die 50er Magazine mit, aber mindestens die 41er Magazine, weil die Waffe schießt wirklich sehr schnell. Ihr seht schon, ich habe keinen Schalldämpfer bei dieser Waffe drauf. Bei der MPX finde ich es auch nicht unbedingt nötig. Man kann es machen, ich finde aber eher nicht, weil die Waffe an sich schon sehr leise schießt und daher nicht unbedingt nötig ist. Die Waffe ist natürlich perfekt für den Häuserkampf, weil sie so klein ist, kommt ihr gut durch Türen durch, könnt schnell agieren und die Waffe wird nicht so leicht vom Gegner runtergedrückt, weil sie halt dementsprechend sowieso schon sehr kurz ist. Die Waffe könnt ihr im Einzelschuss spielen und natürlich im Dauerfeuer. Im Dauerfeuer ist wahrscheinlich eher der Normalfall, dass ihr sie benutzen werdet und wir gucken uns einmal an, was die Waffe, so wie sie jetzt ist, gemoddet kosten würde. Man muss immer bedenken, die Preise sind natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Aufnahme mache, also kann es zum späteren Zeitpunkt natürlich noch ein ganz anderer Preis sein. Ihr seht schon, ein Teil ist ausgegraut, deswegen nehmen wir hier oben mal den Filter bei Trader raus und dann sehen wir schon, der Preis geht auf 203.000 hoch. Achtet immer darauf, bei einigen Teilen kann es sein, dass es günstiger wäre, wenn ihr das Teil durch einen Trade euch holt. Also, keine Ahnung, manchmal gibt es ja Magazine, da tradet ihr, ich sag's jetzt mal als Beispiel, zwei Tape und kriegt dafür dann Magazin. Also da immer mal drauf achten, wenn ihr das entweder so wisst oder denkt, das Item ist ein bisschen teuer, dann klickt ihr nochmal auf Filter Item und da seht ihr schon bei Peacekeeper jetzt das beste Beispiel, da würdet ihr auch die Waffe, die Grundwaffe traden können gegen Dogtags. Ja, zu den Stats im Allgemeinen habt ihr hier schon gesehen. Wie gesagt, sie würden sich verändern, wenn ihr das Scope oder das Magazin dann dementsprechend austauscht. Aber so sind die Werte halt wirklich extrem gut mit einer Ergonomie von 60, vertikalen Recoil von 19 und horizontal von 97. Bringt definitiv Spaß, sie so zu spielen. Testet es mal aus. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.